Hallihallo, da ist der Gusor wieder mit seinem Loot-Marathon. Wir gucken mal, ob wir jetzt den Jaden irgendwie erreichen können, weil ich weiß, dass ich den zuvor irgendwie nicht zu packen gekriegt habe. Mal gucken, ob das hier passt. Das passt, das passt, das passt. Wir gehen rein und gucken uns den Jaden an. Rathaus draußen, Rathaus 7. Fällt mir ein, also nur mal so jetzt, kurze Sache, ist ja kurz vor meinem, sage ich mal, also ja, ein bisschen vor meinem, sage ich mal, und da muss ich sagen, hätte ich mir gewünscht, die Mauer noch hochzuziehen, komplett auf 6, aber was nicht ist, ist nicht, ist jetzt auch nörgeln, also ansonsten ist es schon ziemlich gemaxt gewesen, die 6er Base, das passt schon, das ist okay. Dann geht's weiter. Lager, also dunkles Lager, Minenwerfer stehen gut, Luftabwehr vollkommen in Ordnung. Die Alex-Lager stehen ein bisschen. Guck mal hier zumal, du. Ich meine, klar, du brauchst natürlich jetzt Gold. Gold ist alles, was man braucht, klar. Aber du hast die Alex-Lager ein bisschen weit draußen. Eventuell mit Magiatum tauschen. Ist wieder diese Situation, du kriegst eine rauf. Und dann war es aber das. Ich meine, klar, der Magierturm wird geschützt durchs Lager. Könnte zu spät sein. Aber ansonsten passt das. Mit den Kanonen super. Da hast du garantiert noch ein paar Fallen drin. Aber Zauberspruchfabrik raus. Irgendein Sammler, irgendwas anderes rein. Zauberspruchfabrik bringt dir 0 Punkte. Das ist ein Tipp von mir an dich, das Boas. Clanname. Ich guck mal gerade. Oh, ho, 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 ho. Miau, miau, miau. Würde meine Katze jetzt sagen. Hallo YouTube, hallo. Sagt der Gusua. Und schwieg. Ich kann gar nicht schweigen. Das ist immer so. Meine Frau sagt immer, hey, quatsch doch nicht so viel beim Film gucken. Und jetzt habe ich gesehen, wie das nerven kann. Alter, wir hatten ja Besuch von meinem Vater. Der war ja dabei, hat ja gesagt, mit Moped und so weiter. Und Alter, wir wollten einen Film gucken. Italian Job. Das war ja der Burner. Also Italian Job hat bestimmt jeder schon mal gesehen. Ansonsten einfach mal googeln. Ist ein ganz netter Film. Wirklich gut gemacht. Fand ich wirklich in Ordnung. Alter, Vater erzählt. Ja, also als der Tresor dann von oben runtergeflogen ist und so in das Boot rein, offiziell ja ins Boot, er ist ja in Wirklichkeit daneben. Oh ja, der Tresor fällt durch zwei Decken durch und dann bleibt er im Boot liegen, geht ja gar nicht. Vater, das ist ein Film. Das ist ein Film. Du sollst einfach Spaß dran haben. So. Ja, und dann, was weiß ich, wo die Minis dann eben durch die Kanalisation sind. Oh, ja, geht ja nicht und wie auch immer. Ich dachte mir, Vater, ist ein Film. Ist ein Film. Und dann kommt der Knaller. Nächsten Tag kommt er zu mir und sagt, oh, der Film war gut. Ja, Vater. Der Film war gut. Hättest du nicht gequatscht, wäre er noch besser gewesen. Aber gut, also da ist dann wirklich, da habe ich dann wirklich gemerkt, das könnte echt ein bisschen nerven, wenn ich meine Frau die ganze Zeit beim Filmgucken anquatsche. Aber zum Beispiel, kennt da so eine Situation? Also da gibt es ja, glaube ich, auch sogar direkt so eine Seite dafür. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr die kennt. Ich glaube, das war irgendwie bei Batman sowas. Also wo irgendwelche Fehler in den Filmen aufgedeckt werden auf dieser Seite. Was weiß ich. Der Gangster schießt die linke Scheibe der Tür kaputt. So, Szenenwechsel, auf einmal ist die rechte Scheibe der Tür kaputt. So eine Geschichten halt, wo ich dann auch sage, stopp, kurz stopp gedrückt. Das war doch aber so und so. Und das will meine Frau dann aber gar nicht wissen. Sie möchte den Film weitergucken, aber ich möchte einfach Gewissheit haben. Kennt ihr das? Ja. Alter, meine Goldlager waren selten so gefüllt.
Selten. Besonders halt beim Farmen. Man klatscht natürlich gleich alles in eine Mauer. Warum nicht, wa? So, hier, dahin ein bisschen. Hier, das finde ich ist die bessere Taktik. Vorher schon mal richtig auf den Sack geben und dann die Lager halt ein bisschen geschützt haben. Das ist die bessere Taktik. Die Base ist selber grundsätzlich gar nicht schlecht. Ich meine, deswegen greife ich sie auch nicht an. Weil ich da mit meinen Truppen ja maximal halt eben ein Ding knallen würde. Und das war es dann halt auch schon. Und ja, zwei Lager, dafür meine ganzen Truppen wasten. Ich weiß nicht, ob das so toll ist. Oh, mir graut's schon vorm Schneiden. Oh, wenn ich heute schneiden muss. Uiuiui. Der Loot ist gerade mega. Bin seit ich sage jetzt mal 1,5 Stunden im Boost. Fast 3 Millionen Gold. Ist das wirklich wahr? Alter, echt? Ich habe fast 3 Millionen Gold gefarmt. Der ist noch in der Schule. Kommt später on. Zack. Ja, Tim, der schreibt nie. Der hat auch ein Real Life. Das is ist es halt. Wie gesagt, und das ist eben, das ist nicht absolut nicht böse gemeint hier. Oh, lasst ihn doch mal in Ruhe oder lasst mich in Ruhe. So ist es gar nicht gemeint. Aber wir haben diesen Clan wirklich gemacht dafür, dass das eben wirklich ein bisschen abnimmt, dass man sich nicht immer wieder rechtfertigen muss. Oh, hier, das ist dein Clan, warum schreibst du nicht? Das ist das, was. Da hat man wirklich. Das ist dann wirklich schnell dieser. Also ich brauche nicht um heißen Brei herumreden. Das ist wirklich das, wo man dann schnell sagt, oh, da habe ich keinen Bock drauf. Wirklich, ist einfach so. Fakt ist, ich brauche euch nicht irgendwie eine Geschichte erzählen. Es ist so. Klar habt ihr da, ich verstehe das vollkommen. Man will ja in einem Clan sein von demjenigen, den man eben cool findet, weil man eben mal mit dem schreiben kann oder sowas. Das verstehe ich vollkommen. Klar, sonst muss man da nicht hin. Logo. Also es ist vollkommen klar. Aber ist halt eben auch so eine Sache, dass man halt andere Sachen noch zu tun hat. So, jetzt könnten wir langsam wieder mal einen rauskriegen, der richtig, richtig was für meine Kobis tut. Gucken wir mal, ob das der Fall ist bald. Aber wirklich, ey, 3 Mille Gold. Boah. Irgendwie freue ich mich auch schon wieder, wenn der Boost zu Ende ist, dann. Ja, dann ist man, dann hat man's und dann hat man's erreicht und dann ist dieser Stress weg sozusagen. Wenn man denkt ja jetzt die ganze Zeit, oh, ich muss noch bis zum Ende, weil klar, man hat ja die Gems nicht bezahlt, aber man hat sie ja erarbeitet, noch viel wichtiger. Wenn man sie bezahlt hätte, würde man vielleicht noch sagen, naja, gut, okay, komm, ich kaufe mir nochmal neue, fertig. Aber wenn man sie sich wirklich erarbeitet hat, wisst ihr selber, man. Oh, hat so lange gebraucht und wisst ihr selber, einen Baum abgebaut, hast du 5 Gems gekriegt. Dann hast du endlich mal eine Juwelenkiste gekriegt. Juhu, 25 Gems. Geil. Was ich muss mir jetzt echt sagen, klar wäre es geil mit der 5. Bauhütte. Aber ganz ehrlich, momentan, also fürs nächste Jahr, brauche ich sie noch nicht, weil ich ja eh nur Mauern hochbauen werde. Oh, sorry, dass ich jetzt hier nicht zum Checken komme. Oh, willst du mich wirklich. Oh, und jetzt gerade, wo ich wirklich eventuell nicht genügend Bogies bei haben könnte. Ihr habt gesehen, also es war schon einiges vonnöten. Müsste man dir eigentlich das Dunkle blitzen? Für so eine Aktion. Tut mir leid, ich. Ganz ehrlich, das halte ich davon. Das halte ich davon. Bob! Nee, weil, wirklich, stell doch dein Rathaus raus und troll andere Leute, aber nicht die, die sich nicht trollen lassen.
Oh, ich kann mir zwei Mauern bauen. Und ich kann den Golem schubsen. Ich kann ihn so richtig schön schubsen auf Level 2. Da ist er dabei. Das ist prima. Oder wäre jetzt eventuell noch Zeit für einen kleinen Check? Ja, kommt. Doch, für einen kleinen Check ist noch Zeit hier. XX Firestorm, XX. Wer will Loons? Nee, ich bin davon momentan geheilt. Oh, den gibt's öfter. Aztekenleon. Ich würde mal tippen, der größte Clan. Aztekenleon. Level 87. Ja, Magiertürme hoch langsam. Minenwerfer maxen. Und die Juwelenkiste einsammeln, aber du wirst gerade schön bauen. Ich sehe hier zwei Sachen. Die dritte Sache Tesla. Und da sehe ich nochmal eine Tesla. Ja klar, also drei Teslas und ein X-Bow. Klar, da kannst du natürlich dann, wenn du, genau, du hast vier Bauhütten, kannst natürlich die nächste Gemkiste nicht einfach so abgreifen. Ansonsten guter Aufbau. Schön Fläche verteilt. Luftabwehr fast ein bisschen zu weit außen. Hier perfekt, da perfekt. Hier eventuell zu weit außen. Aber ich denke auch, du wirst nicht so krass mit Luft angegriffen in dem Bereich. Glaube ich nicht. Ah, oh, der. Tut mir leid, du hast dich in dieser Formation einfach für den nächsten Angriff qualifiziert. Ich habe sehr wenig Bogies, das ist mir vollkommen bewusst. Und es könnte auch sein, dass ich in eine Fresse kriege. Aber für diese Formation muss ich dich mit einem Angriff belohnen. Wirklich. Da muss ich dir einfach eine rüberdrücken. Zumindest probieren. Wenn eventuell sogar meine Helden gut laufen, könnte das was werden. So, jetzt nicht zu viel Spam. Ich würde sogar noch meine CB verwenden und den King ragen. Rage against everything, Alter. Na, 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 na. Fühl dich da mal nicht zu toll? Geht mal rein langsam. Was ist denn mit dem Magierturm? Na, nun komm, los. Queen. Hallo, mach bitte was. Werde aktiv. Oh, ich habe sogar eine Hexe irgendwo. Oder hat der eine Hexe? Hossa. Jetzt macht mal bitte was. Queen, jetzt mach bitte den Magierturm platt. Das wäre sonst ein bisschen semi-professionell von dir. So, jetzt kann ich nur hoffen, dass die da langsam wirklich das Ding knacken und es geht los. Der Gusua sagt, es geht los und er fängt an zu hüpfen. So, guckt's euch an. Ihr habt's verdient. Ich natürlich auch. Und 1K Dunkles ist gleich, hoffentlich, nicht meins. Ah, schade. Aber egal. Gab ja trotzdem genug Loot. Aber das wäre natürlich geil gewesen, wenn ich da noch das bisschen weggesnackt hätte. Aber gut, man kann nicht alles haben. Aber die Queen hat sich da ein bisschen sehr komisch angestellt. So, ja, kommt, gibt her hier. Ich will keine Lufttruppen. Weil gehe jetzt momentan nicht auf Luft. Von daher ist es Blödsinn. Dann habe ich am Ende irgendwo eine Luftabwehr, die ich gar nicht gekillt habe. Und die haut die ganzen CB-Truppen Schrott. Naja, toll, da habe ich ja richtig gewonnen. So, ich glaube. Ich glaube, das beenden wir jetzt hier. Ja, die 5 Minuten sind fertig, das war's. Das war's. Offiziell. Bitte irgendwas kriegen wir hin. Und jetzt zeige ich euch, was ich damit mache. Erstens werfe ich ein bisschen was ins Labor. Da. Labor.
Oder Walküre hochziehen. Ach komm, nein. Ich muss mir das nicht die ganze Zeit anhören müssen hier. Dein Golem ist solo. Dein Golem ist so. Nicht solo, sondern solo. Bis ich überlege, echt, weil ich von unten nicht angegriffen werde. Ich würde gerne hier zwei hintereinander. Zack. Den hier und den hier. Was macht der Gudor da? Der wastet jetzt schön Gold und Alex. Und danach hat er nämlich schön Platz, um die hier hinzupacken. Ich denke, das ist, glaube ich, besser. Und wieder zwei Mauern gezähnt. Ja, passt schon. Ist schon alles gut. Ich bin nicht der, der dann sagt, Alter, ich bin der fette YouTuber und du spendest mir hier irgendwie Lufttruppen, obwohl ich es nicht gesagt habe. Kommt, alles gut. Wie gesagt, wir sind alle nur Menschen, alles in Ordnung. Da muss sich keiner den Kopf abreißen. Ich freue mich, dass ich gespendet gekriegt habe und fertig. Also da alles gut, alles schön gechillt. So, bin erstmal off und schneide 2 Stunden Material. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe ich einfach. Ich gehe offline. Oder mache ich noch? Ach kommt, hier, ihr kommt. Ihr kriegt noch einen Angriff. Und dann war es das aber auch. Ich hoffe nochmal so ein richtig schöner 300k-Rate von beidem. Ah, kommt Leute, da hauen wir noch die Kobis und die Bogis rein und dann ist das gut. Ich denke mal, das sollte relativ gut ablaufen. Hier haben wir eine 12er Mine, die natürlich dann ordentlich absahnt. Ja, passt. Ja, das ist in Ordnung. Da holen wir noch das letzte bisschen aus der 12er Mine. Ja, okay, das war jetzt nicht mehr so viel. Und das war's. Macht's gut. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.